Dieses Video bietet euch 30 Minuten Gardasee vom Feinsten, einmal den bekannten Trail vom Passo Roqueta runter zurück nach Riva und dann am Nachmittag noch vom Altissimo runter den Coast Trail. Vom Gardasee. Diesmal gibt es bei uns spartanisches Frühstück, weil wir für einen Tag jetzt nicht alles wieder aufbauen. Aber die Sonne lacht schon, es ist ein bisschen kalt und windig. Gut, was erwartet man sich vom Gardasee? Und wenn der gute Mann motiviert ist, dann schaffen wir heute sogar zwei Berge. Ich würde gerne einmal rechts rauf über Riva und dann einmal links rauf zum Altissimo dazwischen, zwischenladen. Schauen wir mal, ob sich das alles ausgeht. Mhm. So, wir sind fast fertig. Gerade eben hat er meine Flasche nochmal geleert. Nicht nett, aber leider Prost. Ist es halt so. Das ist ja so schwer, gell? So schwer. Weil eigentlich mit ist er auch schon so vorbildlich. Ich bin fertig. So vorbildlich. Ja. Und Aussicht des Gardasees. Oh nee, stopp. Sie ist fertig. Wir kontrollieren das heute Abend nochmal. Sie fährt mit den Schuhen heute. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaub's nicht. Ja, was Gardasee? Nicht so schwenken, das ist viel zu schnell. Man muss immer ganz langsam bewegen. Schau, wenn man denkt, man schläft ein dabei. So wie du im Trail, gell? Dann ist man genau richtig. Ja, mega, schaut mal. Das ist der Gardasee, so wie man ihn haben will. Geilo. Und da geht es direkt aus unserem Stellplatz raus. Das ist so ein 24-Stunden-Stellplatz, da war ich noch nie. Ist jetzt ganz praktisch, aber bisher richtig cool. Keine Klagen. Ja, ich bin echt oft am Gardasee, aber ich finde es immer wieder geil. Und wie der Nico schon gesagt hat, es ist halt wirklich wenig los, was es umso cooler macht. Hier von dieser Statue kann man ins Wasser springen, wenn man mutig ist. Habe ich sogar auch schon gemacht. Ist aber schon ein paar Jahre her. Und gerade eben wäre es mir noch zu kalt. Für uns geht es da hinten rauf. So kalt. So kalt, ja. Hoffentlich bleibt es so klar. Das wäre ja mega, mega. Dann hätten wir voll die geile Aussicht. Und wir wollen eben einmal jetzt da über Riva rauf. Einmal dann noch am Altissimo. Dann hättet ihr beide Seiten in einem Video. Schauen wir mal, ob uns das gelingen wird. So, jetzt sind wir quasi im Zentrum von Riva. Auch hier relativ leer, 9:30 oder so. Also eigentlich essen? Wäre schon Betrieb. Nein, wir haben keine Zeit zum Knoppers essen. Wir müssen Rad fahren. Und der See halt einfach bestechend geil, die Farbe heute. Hat die Ponale Straße schon wieder offen? Was denkt er? Über den Winter ist sie ja zu Bauarbeiten. Ich denke, die hat jetzt wieder offen. Aber wir werden es gleich sehen. Sonst wird es ein bisschen anstrengender für uns. Über die alte Ponale Straße ist es raufgegangen, die war offen und jetzt haben wir schon diesen Blick. Ist okay, würde ich sagen. Also der Gardasee, der kann einfach was. Da kann man sagen, was man will. Der kann was. Ja, hier, wer unseren Kanal verfolgt, der kennt die Auffahrt vermutlich schon. Für alle anderen schaut mal in die Playlist vom Gardasee, die verlinke ich euch auch oben mal. Auf alle Fälle geht es hier richtig steil rauf. Bio lässt sich das gerade so fahren, aber ist echt, echt am Limit. Und mit dem E-Bike fahren wir jetzt gerade auf Eco, deswegen schnaufen wir auch. Aber wir müssen ja ein bisschen Akku sparen, damit sich der zweite Berg mit kurzer Ladepause auch noch ausgeht. So, hier würde ich sagen, ist das steilste Stück vom ganzen Uphill. Vielleicht kommt mir das auch immer nur so vor, weil man doch schon ein bisschen fertig ist an der Stelle. Auf jeden Fall geht es hier schon ordentlich zur Sache. Zum Himmel. Oh ja. So, ersten Hochpunkt erreicht. Das ist jetzt eben Prati di Guil. Und wir sehen bis ganz hinter, man sieht sogar die Zunge von Sirmione. Die seht ihr jetzt aber wahrscheinlich nicht auf der GoPro. Mit vielen Anstrengungen vielleicht.
Da ist man dann Brati di Guil oben, das ist eben ein Stückchen über dem Passo Rocchetta, hat mega Aussicht über den See, wie ich finde. Also lohnt sich dieser kleine extra Abstecher da rechts rüber auf jeden Fall noch. Und hier seht ihr ja im Hintergrund schon immer mal wieder den See rausspitzeln. Klar, jetzt hängen noch nicht so viele Blätter auf den Bäumen, so rum. Und dementsprechend sieht man den See natürlich besser. Aber auch im Sommer kann man da immer wieder einen Blick erhaschen. Und dieser Trail ist nicht ganz so schwierig wie die meisten anderen Gardasee-Trails, weshalb sich der auch für, ja, Einsteiger ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest für Leute eignet, die eben nicht ganz so auf diese extrem steinigen, verblockten Trails stehen. Und gleichzeitig eignet er sich auch einigermaßen, wenn es nicht ganz trocken ist oder anders gesagt, wenn es am Tag davor oder auch gerade eben mal regnet. Da gibt es am Gardasee sonst ja auch sehr wenig Wege, die sich eignen, aber der hier, würde ich behaupten, gehört mit dazu. Natürlich hat er auch ein paar Wurzeln, die man dann vielleicht absteigen muss, aber in Summe hat er nicht diese komische, schmierige Erde, die, wenn sie nass wird, wirklich absolut unfahrbar ist. Und auch die Felsen sind eigentlich ganz cool, eher so normaler Schotter wie bei uns zu Lande auch und nicht diese krassen Platten, die dann so super rutschig werden. Also dieser Trail, mein Geheimtipp für nass oder Anfänger sozusagen. Und auch wenn man eben gut drauf ist, finde ich, lohnt sich der hin und wieder mal, weil er einfach, ja, tolle Aussicht bietet, schnell mal geht, und für uns war das perfekt. In der Früh ist die Sonne eben eher auf, ist sie nicht so eher, sondern da scheint sie mehr in diese Bergseite rein und dann am Nachmittag in den Altissimo, und von dem her ist morgens Riva, nachmittags über Torbole der Altissimo die absolut perfekte Kombi. Was für viele sicherlich bekannter ist, jetzt sind wir am Passo Rocchetta. Die 733 fahren wir jetzt dann gleich runter. Hier steht Passo Rocchetta und da hat man eben nochmal diesen Ausblick. Echt? Ich glaube, hier bin ich das erste Mal. Oder? Immer diese Gardasee-Neulinge. Ein bisschen Geblödel gehört natürlich auch immer dazu. Auch Nico war vermutlich schon das ein oder andere Mal da oben am Passo Rocchetta. Wobei wir ehrlich gesagt nicht darüber geredet haben. Das ist jetzt eine reine Vermutung. Aber er war auf jeden Fall schon am Tremalzo. Und das ist ja auch eine der üblichen Abfahrten, wenn man eben vom Tremalzo herkommt. Ja, hier seht ihr dann, ich finde den Teil am spaßigsten eigentlich vom ganzen Weg. Auch wieder geile Aussicht auf den See. Nicht ganz so einfach, aber super flowig. Einzigster Wermutstropfen. Hier schieben normalerweise immer relativ viele Biker hoch und dementsprechend darf man es dann nicht zu sehr laufen lassen. Diesmal war es quasi leer und da konnten wir es schon ein bisschen scheppern lassen. Ich schalte euch jetzt gleich mal noch ein bisschen Musik dazu und halt einfach die Klappe. Wem dieser Teil allerdings zu langweilig sein sollte, der sollte ungefähr in die Mitte rein scrollen, vielleicht so auf 20 Minuten sogar hinter. Dann kommt nämlich der Coast Trail und der hat natürlich mega Aussicht über den Gardasee und ist auch deutlich anspruchsvoller. Also unbedingt noch dahin schalten, bevor ihr ganz abschaltet. Sie heute schnell wieder, alter Schwede. Komme ich ja kaum hinterher, hey.
Wupp. Weil wir auch das natürlich immer wieder gefragt werden, haut es denn keinen hin von euch oder schneidet ihr das alles raus? Nein, wenn wir das auf der Aufnahme drauf haben, dann lassen wir das natürlich drin. Aber zum Glück haut es uns alle nicht mehr ganz so oft hin, weil wir eben doch schon sehr, sehr, sehr viel Erfahrung haben. Und dann weiß man auch einfach, wenn man sich nicht gut fühlt an irgendeiner Stelle, dann lieber schieben, dann passiert einfach weniger. Und zum anderen, manchmal hat man den Sturz halt dann einfach auch nicht auf Video, weil es eben gerade an der Stelle war, wo man eh schon hinterhergehinkt ist und man sich dann hinterher beeilt hat und dann bleibt man irgendwo hängen. Aber wenn wir es drauf haben, dann zeigen wir es natürlich auch her, weil, mein Gott, Stürzen gehört zum Sport dazu und warum sollte man das dann quasi leugnen? Da seht ihr jetzt übrigens auch, leider hat die Lampe den Sturz nicht ganz überlebt. Wobei, man muss zugeben, die Lampe geht noch, nur die Halterung hat es ein bisschen mitgenommen. Dann haben wir die mit einem Tape rangebunden. Das ist immer gut. Erste-Hilfe-Set ist sowieso Pflicht im Rucksack zu haben, aber eben auch Kabelbinder oder eben Tape dabei zu haben. Man weiß nie, wofür man es braucht. Und eins ist sicher, irgendwann braucht man es, deswegen neben Pumpe, Ersatzschlauch, dann habe ich immer noch Flickzeug dabei, kleines Tool natürlich, Erste-Hilfe-Set und eben auch Kabelbinder und Tape. Ich werde schon immer ausgelacht mit meinem Bauchladen, aber das sind Sachen, die habe ich alle schon gebraucht und wenn man sie dann nicht hat, ist es echt ärgerlich. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was habt ihr alles im Rucksack und seid ihr auch schon mal ausgelacht worden, weil ihr so aufgepackelt seid. Das ist jetzt der bekannte Aussichtsblick von Bregasina aus. Coolio. Und eine kleine Regatta am See unten. Stimmt, da unten wuselt es nur so. Die Bötchen habt ihr jetzt leider nicht gesehen, aber dafür kommt ihr jetzt nochmal auf einen Lieblingsabschnitt von mir. Ich finde, dieser Trail, der ist einfach immer nur der Abschneider zu dem zur eigentlichen Straße nach Bregasina, sagen wir es so, Straße für Fahrradfahrer natürlich, sonst geht es durch den fetten Tunnel. Auf jeden Fall schneidet der die immer wieder ab und auch hier hat man wieder richtig coole Aussicht auf den See und dann auch einen einigermaßen anspruchsvollen Trail runter. Der hat schon ein paar Schlüsselstellen und macht aber so richtig Spaß, allerdings auch wieder nur, wenn er trocken ist. Also wenn es jetzt nass sein sollte, dann würde ich den besser auslassen. Weiterer Wermutstropfen ist noch, dass man dann eben zwischen den Tunnels nach Limone, also zwischen Riva und Limone rauskommt. Die sind gut beleuchtet. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass es nicht besonders angenehm ist, da durchzufahren. Und was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist einfach eine Rückleuchte. Also so ein kleines rotes Lichtchen, dass man sich irgendwie an die Sattelstütze klemmen kann oder an den Rucksack. Weil, was ich gehört habe, ist es sogar vorgeschrieben. Und zum anderen will man ja auch gesehen werden von den Autos. Also das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man vorhat, diese Tour zu fahren, einfach ein kleines Licht einzupacken. Und hier seht ihr es schon, da ist es dann ordentlich ruppig, zum Teil auch richtig steil. Und ja, so muss der Gardasee sein für mich. Das macht mir so richtig Spaß. Gleichzeitig ist man hier selten ganz alleine, aber auch nie komplett überfüllt, weil es eben doch relativ schwer ist. Und so ist das für mich einfach nur ein Traumtrail. Gerade, dass ich es noch rausbringe, das Wort. Hier auch wieder, schreibt mir doch mal, nehmt ihr den mit oder lasst ihr den eher weg, weil ihr keinen Bock auf die Tunnels unten habt. Zurück in Riva. Jetzt heißt es Mittagspause und laden. So, währenddessen die Akkus jetzt laden, wir sind so mit ungefähr 40% zurückgekommen, sind fast alles Eco, ein bisschen was Tour gefahren und jetzt gibt es eben Mittagessen, Nüdelchen mit Tomatensauce und Nüdelchen mit Nusspesto aus Ligurien noch. Mhm. Nico meint es ernst, er hat die Halterung für die GoPro gleich angelassen. Ja. Und nachher geht es dann eben noch auf den Altissimo, wahrscheinlich zum Coast Trail. Genau. Wir träumen noch. Mal schauen. Währenddessen wir warten, dass die E-Bike-Akkus laden, wird jetzt eine Runde massiert.
weil so ganz ohne ist es mit dem E-Bike auch nicht. Vor allem natürlich, die Arme müssen ja trotzdem ordentlich arbeiten. Und da schauen wir mal, was unser Gerätchen so zu bieten hat. Wir testen da ein Massagegerät von Bob & Brand. Und das ist so eine Art Massagepistole. Der Nico war mal bei der Physio wegen Tennisarm. Da gab es so ein ähnliches Gerät, hat er erzählt. Dann zeig mal her, wie du genau, das machst. Also ich habe im Endeffekt immer so ein Problem mit meinem Tennisarm. Und dadurch sind wir auf diese Idee gekommen oder hat Petra dann gemeint, sowas mal auszuprobieren. Und das hat eigentlich sehr, sehr gut geholfen. Also ich habe das irgendwie durch die Maus oder durch mein Handy, je nachdem wie man es hält. Da gibt es Ursachen, mehrere Ursachen. Da sind dann dieser Bereich hier oben, ist entzündet. Also hier am links vielleicht sieht man es dann hier so ein bisschen besser. Also hier ist es dann entzündet in dem Bereich, das tut mir halt weh. Und also mir tut es weh, sehr, sehr gut, wenn man einfach hier so ein bisschen so massiert. Oh, jetzt der schwabbelnde Haut durchs Massagegerät, das ist alles Muskel. Und das entspannt es halt einfach. Und da ist eine Entzündung drin und dadurch habe ich es einfach verbessert oder ist es einfach besser geworden mit der Zeit. Das ist immer noch nicht ganz weg. Und ich mache es regelmäßig und mein Physio hat mir auch den Tipp gegeben, sowas mit so einem Gerät mal auszuprobieren. Und ich muss sagen, bis jetzt hat es mir ganz gut geholfen. Genau. Kann man es halt punktuell genau treffen. Aha, das ist genau so ein Punkt. Ja, ja. Und es gibt eben auch andere Aufsatzmöglichkeiten, je nachdem, was man dann massieren will. Natürlich auch zum Beispiel, um den Oberschenkel zu lockern oder eben alles, was eventuell gerade verspannt ist. Oder einfach andere zu ärgern. Ja, ärgern kann man damit auch gut. Genau. Ah, da gibt es Kaffee mit Milchschaum direkt aus der Mucka-Kanne. Total witzig, jetzt habe ich genau den richtigen Moment erwischt, um euch das zu zeigen. Habt ihr gesehen, wie gerade das Ding hier hochgeschnellt ist? Das ist super cool. Das ist kein mega Milchschaum, aber ich finde allein die Kanne göttlich. Und für Nico gibt es einen ganz normalen Espresso aus der normalen Bialetti. Und nein, wir sind natürlich nicht von Bialetti gesponsert, aber die Dinger sind einfach super witzig, finde ich. Und so sieht das dann jetzt aus. Gestärkt, massiert und frisch geladen geht's jetzt Richtung Altissimo rauf. Das ist ja krass windig und kalt, ja. Aber trotzdem schön. Alter Hafen, wir kommen. Dann nicht ins Wasser rein, schon außenrum. Mann, Mann, Mann. Mega, bester Ausblick hier. Obligatorischer Panoramafelsen. Aber heute ist es wirklich krass windig. Ich weiß nicht, ob man das trotz der Windhülle hört. Aber es pfeift echt ordentlich. Puh, Wetter trotzdem geil. Hier hat sie da voll aufgerissen. Hier war heute Morgen ja so eine Wolke drüber. Und jetzt ist die auf die andere Seite gezogen. Hier ist jetzt alles klar. Und jetzt hängt die Wolke da drüben, wo wir eben heute am Vormittag schon waren. Und da oben gibt es Schnee. Stimmt. Am Altissimo liegt noch Schnee. Aber so hoch kann man nicht drauf. Wie? Nicht? Nein. Wir steigen ja in den Coast Trail ein. Das ist da bei 1100 Höhenmeter circa. Und nein, da sollte kein Schnee mehr liegen. Beim Aquadoro heißt es da oben, also auf Deutsch goldenes Wasser, geht es dann rein in den Coast Trail. Für Gardasee-Kenner wahrscheinlich ein kleiner Insider. Das Aquadoro, wenn es richtig heiß ist, dann habe ich mich da immer drauf gefreut. Und dann war da ein Aqua non portabile Schild, also ein kein Trinkwasser Schild. Und dann stehst du bei dem Brunnen und denkst dir so, Mist, kann ich das jetzt trinken oder nicht? Durst hätte ich, mein Wasser ist fast aus, was mache ich denn jetzt? Und dementsprechend haben wir uns dann irgendwann einfach getraut, das auszuprobieren. Wir haben auch eine Gruppe Italiener gesehen, da weiß man dann immer nicht, ob die das wirklich wissen oder ob die es auch einfach nur machen. Die haben es auch getrunken, uns ist nichts passiert, daher trinken wir das jetzt seit Jahren beruhigt. Natürlich ist es jetzt keine Empfehlung, das zu machen, aber so ein kleiner Witz am Rande. Ja, zum Coast Trail, was gibt es da zu sagen? Ich finde, der Einstieg ist noch relativ easy, macht aber auch schon richtig viel Spaß.
Und wem das schon zu schwer sein sollte, der kann dann, sobald er auf die Schotterstraße kommt, nach rechts abbiegen und kommt wieder zurück auf die Teerstraße, den Altissimo rauf. Klingt traurig, ist aber dann wahrscheinlich die schlauere Lösung. Alle anderen biegen nach links ab, fahren kurz die Schotterstraße, dann wieder rechts rein und dann zeigt der Coast Trail erst so richtig, was er kann. Dann kommt man nämlich langsam auf diese abgebrochenen Felsplatten, die man auch von unten gut sehen kann, wo der Strommast drüber hängt. Und da, finde ich, zeigt der Coast Trail, was er kann. Da geht es dann über diese krassen Felsplatten mit viel Geröll, ein paar Stufen, einfach natürlich alles reingeschlagen im Rahmen des Ersten Weltkrieges, an ein paar Gebäuden noch vorbei vom Ersten Weltkrieg. Und ja, das ist gleichzeitig natürlich ein bisschen, oder auch sehr, auf jeden Fall ist es natürlich gefährlich, aber auch atemberaubend schön. Das ist für mich der geilste Trail am Gardasee. Also ja, wenn ihr euch das zutraut, dann probiert den auf jeden Fall mal aus. Für mich ist das Highlight schlechthin. Und für alle, die das einfach nur so erleben wollen, da ist nicht zu viel los, würde ich behaupten. Geht auch als Wanderung gut. Da werdet ihr nicht fluchen, weil so viele Radfahrer entgegenkommen. Und ich würde annehmen, da ist es genauso eindrucksvoll, weil dieses Erlebnis auf der Platte drauf zu sein, ist einfach richtig geil. Damit würde mich gleich nochmal eure Meinung interessieren. Kennt ihr den Coast Trail? Seid ihr ihn schon gefahren? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Geil oder einfach doch irgendwie nicht so ganz eures? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Jetzt sind wir auch schon mittendrin in dem, was für mich den Coast Trail ausmacht. Eben einfach dieser reingeschlagene Weg, die krassen Abfälle auf die Seiten runter
Und so ein bisschen das Dschungelfeeling auch noch. Ich weiß auch nicht, das ist für mich wirklich Gardasee pur. Ist auch im Sommer geil, finde ich. Dann lässt er sich relativ spät noch fahren. Da scheint wunderbar die Sonne rein, eben am Abend in den Altissimo, in diesen Weg. Und ja, von dem her einfach ein richtig cooler Weg, auch wenn man vielleicht sich schon ein bisschen an den See gelegt hat und dann auf die Schnelle am Nachmittag, Abend noch was machen will. Aber Achtung, es geht auch ein bisschen rauf, runter. Also man sollte nicht zu knapp vor Sonnenuntergang dran sein. Ein bisschen Zeit beansprucht der Weg auf jeden Fall. Und er ist eben auch nicht so easy. Also vielleicht braucht man auch ein, zwei Pausen, bis man ganz unten ist. Ich würde so eine Stunde Abfahrtszeit einrechnen, einfach so mit Sicherheit, falls man auch noch einen Platten oder so wechseln muss. Es ist halt wirklich ein sehr grober Trail, da kann auch mal ein Durchschlag passieren. Einmal hatte ich auch schon einen alten rostigen Nagel, vermutlich noch aus der Zeit vom Ersten Weltkrieg, im Mantel drin. Und ja, das sollte man ja dann irgendwie auch mit einkalkuliert haben. Im schlimmsten Fall kann sowas halt auch mal passieren. Aber ansonsten ein wahnsinnig geiler Trail und für mich absolutes Highlight. Lauter Trail, Trail, Trail. Da haben wir doch einige Trailmeter zusammengebracht an diesem Tag und mussten dann am Abend noch nach Hause zurückfahren. Haben wir ganz vergessen, euch zu verabschieden. Hier gibt es noch ein, zwei Bilder vom Gardasee und damit hoffen wir sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und am besten auch gleich einen Kommentar und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss!